Als ich heute früh zum Auto gelaufen bin, habe ich nicht schlecht geschaut, als der Volvo XC40 komplett eingeschneit war. Und das, obwohl wir letzte Woche das Auto noch mit auf dem ADAC-Sicherheitstestgelände hatten, um ein Fahrwerktestvideo zu machen. Wenn ihr das verpasst habt, dann heißt es, ihr habt den Kanal noch nicht abonniert. Macht es auf jeden Fall, um zukünftig keine Videos zu verpassen. Heute dreht sich aber alles um den Volvo XC40 in der Single-Frontmotor-Variante. Wir konnten euch das Fahrzeug Anfang des Jahres schon im stürmigen Hamburg zeigen und so einen Ersteindruck geben. Deswegen gibt es eigentlich gar nicht mehr so viel zu sagen, denn wir waren mit der Allrad-Variante in Hamburg zum Langstreckentest. Wir hatten den im Alltagstest, dann eben den Ersteindruck der Single-Motor-Variante. Was machen wir dann heute mit dem XC40? Wir zeigen euch den in einem kurzen Roundup, das heißt so ein paar Eindrücke euch zu vermitteln, denn das Fahrzeug, wie es hier steht, könnt ihr schon gar nicht mehr bestellen, aber mehr nach dem Intro. Und damit hey und willkommen zu diesem neuen Video hier bei Jonas und willkommen zum Alltagstest des Volvo XC40 Single Charge Recharge Single Motor. So rum heißt das Ganze. Ein Fahrzeug, was größer ist, als man es auf Videos und Fotos erdenkt. Wir konnten euch das Fahrzeug, wie gerade schon angesprochen, in vielen Varianten bereits zeigen. Und deswegen gehen wir heute nur kurz auf die Äußerlichkeiten, die inneren Werte ein. Wir wollen das Fahrzeug nämlich nochmal auf die Autobahn schicken, denn der WLTP-Wert, also die Reichweite, die das Fahrzeug rein theoretisch haben könnte, ist laut Volvo gar nicht viel kürzer als das Fahrzeug mit der Allrad-Variante, was eine deutlich größere Batterie hat. Wir wollen heute herausfinden, wie ist es mit den Verbrauchswerten und das bei Schneebedingungen. Denn Anfang April hat sich das Wetter einfach gedacht, wir hauen heute mal 10 cm Schnee von dem Himmel. Wir schauen uns das Fahrzeug jetzt direkt einmal im kurzen Roundup an, denn alle Details bekommt ihr im Alltagstest der Allrad-Variante. Verlinke ich euch oben mal in der Ecke. Thors Hammer heißt dieser Scheinwerfer, den ihr euch gar nicht merken braucht, denn die neue Front sieht so aus und mit dem Modelljahreswechsel, das heißt mit allen jetzt bestellten Modellen, bekommt ihr diese inklusive dem beheizten Volvo-Logo. Das Heck bleibt aber gleich und gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Es ist schön designt und ein klassisches SUV. Das steht einfach stämmig da. Die Recharge-Slogan in der C-Säule bekommt ihr aber auch im Plug-in-Hybriden. Das ist ein bisschen schwierig und da müsst ihr euch dann auf die Plakette am Heck tatsächlich berufen. Der Kofferraum ist entsprechend groß, hat genügend Verstaumöglichkeiten und einen doppelten Ladeboden. Mir persönlich gefällt der gut, der ist adäquat in der Größe von Fahrzeug und Gott sei Dank gibt es weiterhin einen Frunk. Volvo hatte das direkt zu Beginn mit und mir gefällt das einfach die Ladekabel hier hineinzupacken. Auch der Energy Kick passt hinein, also eure mobile Ladelösung und auch weiterhin gibt es optional ein Glas Panorama-Schiebedach. Mir persönlich gefällt das genauso wie dieser puristische Innenraum. Der ist einfach schön, wenn man einen Volvo kennt, kennt man tatsächlich alle. Das muss man so klar sagen an der Stelle. Es ist aber nicht schlimm, denn Volvo geht hier eine sehr, sehr schöne Designsprache. Ja, das Display könnte einen Ticken größer sein. Das kennen wir ja zum Beispiel vom Polestar 2. Schade, dass Volvo hier die eine Stufe kleiner nimmt. Insgesamt ist es dennoch sehr knackig, scharf, sehr schön groß und schmiegt sich auch sehr gut zum Fahrerinfo-Display ein. Als Software ist hier drauf im Übrigen Android Automotive. Alle Details dazu gibt es, wie gesagt, im Allrad-Varianten-Test. Weiterhin gibt es auch einen Gangwahlhebel und eine Memory-Funktion in den Sitzen neben der Harman Kardon Soundanlage, die wirklich vernünftig ist. Die elektrischen Sitze sind dabei state of the art und auch im Fond habt ihr genügend Platz und eine richtig gute Rundumsicht. Es gibt einen Grund, warum Kyle aus den USA, den ich letztes Jahr besucht hatte, so auf den XC40 schwört und dieses Auto liebt und wir eigentlich damals auch nur in Kontakt kamen, weil wir zufällig mit dem ersten XC40 an der Ladesäule standen. Und das ist dieser Purismus und diese einfachen Formen. Den XC40 an sich sieht man extrem oft im Alltag, sei es als PHEV oder auch als normaler Verbrenner. Zugegebenermaßen die rein elektrische Variante sieht man im Stadtalltag gar nicht so oft, dennoch wird er extrem oft verkauft, denn Volvo hat seine Ziele auf jeden Fall erreicht. Das spricht dafür, dass alle Fahrzeuge für 2022 bereits ausverkauft sind. Wenn ihr jetzt einen bestellt, bekommt ihr den ersten Modelljahr 2023 und das bedingt eben auch diese Designänderungen, die wir euch gerade gezeigt haben. Ich finde das aber nicht schlimm, denn ich finde die neue Front gar nicht schlecht und vor allem die technischen Raffinessen, wie die Pixel-LED-Scheinwerfer, ja, die haben schon was. Die konnten wir euch im Polestar zeigen und die werden wir euch auch im C40 zeigen können, also in der Coupé-Variante vom XC40, der diesen hier direkt ablöst bei uns als Testwagen. Nichtsdestotrotz haben wir euch versprochen, wir testen den heute und deswegen gehen wir jetzt auf die Straße und probieren einfach mal, was er an Verbrauchswerten so ausgibt. Denn im Alltag sind wir den jetzt die letzten anderthalb Wochen echt viel gefahren. Dennoch werden wir jetzt mal auf die Autobahn gehen, um für euch bei doch, wie schon gesagt, eher winterlichen Bedingungen herauszufinden, wie er da so performt.
Auf der Autobahn fährt der XC40 mit dem reinen Frontantrieb dann maximal 160 km/h im Gegensatz zu der Allrad-Variante, denn diese kann ja 180 km/h, wie eigentlich nahezu alle Volvo-Modelle fahren. Das ist aber nicht schlimm, denn 160 ist noch ausreichend. Damit spielt er in einer Klasse mit dem VW ID.4, dem Q4 e-tron von Audi, dem Skoda Enyaq oder auch kleineren Modellen wie beispielsweise dann dem VW ID.3 und auch eben dem rein frontgetriebenen Polestar 2, den wir euch auch schon in dem Langstreckentest und in einem Alltagstest zeigen konnten. Schaut da gerne mal vorbei, verlinke ich unterhalb des Videos. Die sind ja technisch auf einem Level wie dieses Fahrzeug hier. Insgesamt ist es aber auf der Autobahn auch dank der Navigationssteuerung angenehm zu fahren und ich finde, dass auch nie der gewisse Zug fehlt. Also wenn ich jetzt hier drauf drücke bei 90 km/h, dann geht es okay nach vorn. Man hat nicht so diesen Punch, den man eben noch von dem größeren Modell kannte, also von der Allrad-Variante, wo es einen wirklich jedes Mal richtig nach hinten geworfen hat. Das hat man hier nicht so stark. Dennoch ist es insgesamt aber meiner Meinung nach vernünftig und Assistenzsysteme wie eben dann auch dieses pilotierte Driving, was eine Kombination aus einem Spurhalteassistent und einem aktiven Tempomaten mit adaptiver Funktionalität ist, reicht da vollkommen aus. Von den Verbrauchswerten schafft man es auch locker, das Fahrzeug in Richtung 40 Kilowattstunden zu bewegen. Und das ist schon echt eine Hausnummer, denn dann kommt man gerade mal 150 Kilometer. Da muss aber gesagt sein, das ist dann nur der Fall, wenn man auch wirklich die Höchstgeschwindigkeit fährt, also bei 160. Dennoch finde ich das relativ hoch. Aber wir müssen auch sagen, wir hatten jetzt halt während der Testphase ziemlich unterschiedliche Temperaturen von plus 20 Grad bis heute 1 Grad alles dabei. Also es ist natürlich eine Range. Und das, was wir euch jetzt hier sagen, ist eben so die ja in etwa Reichweite und auch eben der Verbrauch, den ihr habt, wenn es dann eher Richtung Winter geht. Was heißt das jetzt aber, wenn man so mit 130 dahin fährt? Da hat man einen Verbrauch zwischen 25 und 28 Kilowattstunden. Das bedeutet, ihr kommt da locker 200 Kilometer im Alltag und das ist dann echt okay. Und ich finde, gerade jetzt hier so 110 einmal überholen, das reicht schon. Das ist jetzt nicht zu wenig und das ja, ist einfach vernünftig vom Fahren. Man hat nicht das Gefühl, dass man an irgendeiner Stelle zu wenig hat. Die Windgeräusche sind vertretbar. Wir fahren jetzt gerade 140 km/h. Ihr könnt euch da ja ein Bild davon machen. Es ist jetzt nicht zu leise drin, aber es ist okay. Wir haben ja auch eine riesige Stirnfläche aufgrund eben dieser Fahrzeugart. Was gehört aber zum Langstreckentest bzw. einfach zur Autobahntauglichkeit? Natürlich das Laden und das schauen wir uns jetzt an. 29,5 Minuten hat es jetzt gedauert von 12%, mit denen wir dann nach der Autobahn hier ankamen, bis auf 80%. Das ist ja so die Range, die man eben lädt. Und da ist er deutlich schneller als der größere Bruder mit dem größeren Akku und dem Allradantrieb, denn da dauert das immer kurz über 30 Minuten. Und vor allem ist er dabei, das muss man auch sagen, schneller als die Konkurrenz. Denn der VW ID.4 beispielsweise bekommt gerade erst ein Update oder besser gesagt wartet gerade erst auf ein Update, um dann bald mit unter 30 Minuten laden zu können. Das kann er jetzt schon und das ist echt ein vernünftiger Wert. Und dabei lädt er mit maximal 130 kW, was eine Zeit ist, die für mich auch vollkommen vernünftig und legitim erscheint, beziehungsweise auch eine Ladegeschwindigkeit. Die Allrad-Variante, muss auch an der Stelle gesagt sein, kann mit maximal 150 kW laden. Das kann der hier nicht. Ich denke, dass so maximal 130 kW möglich wären. Jetzt hier bei uns im Test hat er so 126 kurz angekratzt, ist dann aber eben wieder nach unten gefallen. Das ist für die Technikverrückten von euch. Für alle anderen, wie gesagt, 29,5 Minuten steht ihr, wenn ihr bis 10% gefahren seid oder 12%. Wenn ihr dann mit 20% ankommt, sind es sogar vielleicht nur 26 Minuten, die ihr wieder benötigt. Also wirklich ein vernünftiger Wert. Und dabei hat man ja hier eine nutzbare Akkukapazität von 67 Kilowattstunden. Da ist es gar nicht so klein und wenn wir nochmal den Vergleich wagen zu Q4, ID.4 und auch dem Skoda Enyaq, dann haben wir da ja entweder 58 Kilowattstunden oder 77 und da ist der in einer guten Mitte mit ähnlichen Verbrauchswerten, kommt der also einen Ticken weiter. Ja, und könnte so ein gewisser Geheimtipp sein. Man lädt das Fahrzeug aber natürlich nicht nur an der Schnellladesäule, sondern auch entweder an der Wallbox oder innerstädtisch und da geht's jetzt hin. Da muss man dann entweder dran denken oder nochmal hier runterkriechen, um die Motorhaube zu öffnen. Wir haben ja vorhin gelernt, das Fahrzeug hat einen Schrank und dementsprechend kann ich hier vorne auch mein Kabel verstauen. So, einmal hochmachen, das kennen wir aus den anderen Varianten und aus den anderen XC40 Videos bereits. Und hier hat Volvo immer so eine coole Tasche, gefällt mir persönlich ganz gut, da ist es einfach nochmal gut aufbewahrt. Wir haben hier auch einen Teppich drin, aber wir wollen ja jetzt laden, deswegen einmal hier das Ganze nehmen. Oh, das sieht aus, als hätten das noch nicht so viele Tester genutzt. Wir machen das aber natürlich, ihr seid hier bei Jonas. Und ihr kriegt natürlich das so zu sehen, wie es im Alltag ist. Einmal hier zumachen und dann entsperren wir die Ladesäule. So, ich mache das jetzt mal auf eurer Seite, dann seht ihr es besser. Einmal die MeinGau-Karte hier ranhalten. Kundendaten werden geprüft
Wenn ihr auch so einfach laden wollt, dann einfach unten in der Videobeschreibung vorbeischauen und euch selbst eine MeinGau-Energiekarte bestellen. So. Kundendaten werden immer noch geprüft. Das dauert immer kurz. Jetzt sind wir fertig. Jetzt war die Säule schneller als ich. Aber ich finde es gut, dass das Ganze hier einfach festgehalten wird. Denn dadurch zerdreht sich das nicht so. Und man kann das hier schön am Auto entlang führen. Und jetzt schauen wir mal, ob ich gut geparkt habe. Aber habe ich. So. Denn das Kabel hier ist serienmäßig dabei. Und da kann man auch locker mal vorwärts an der Ladesäule ranfahren. Je nachdem, wie es eben passt. Wir stecken das Ganze jetzt an. Und das Fahrzeug lädt serienmäßig mit 11 kW. Das bedeutet für euch, diese knapp über 60 Kilowattstunden ladet ihr also in circa 6 Stunden wieder voll. Das ist ein vernünftiger Wert. Da kann man während der Arbeit, auch bei einem Einkaufsbummel in der Stadt oder eben über Nacht, genügend wieder nachladen. Ich finde das in Ordnung. Es gab ja mal Zeiten, wo die nicht so schnell laden konnten, also andere Hersteller vor allem. Mittlerweile sind wir da echt auf einem guten Stand, wo die alle kapiert haben, dass dreiphasig 11 kW laden wichtig ist. Das Fahrzeug macht es jetzt auch. Ich sehe dann hier innen schön im Kombi-Instrument, dass es jetzt eben lädt. Und jetzt wird es eben noch 2 Stunden 30 dauern, obwohl wir jetzt 61% haben, bis es voll ist. Das ist vollkommen vernünftig. Da könnten wir jetzt theoretisch in die Stadt gehen. KW nur auf der Frontachse heißt knapp 230 PS. Und das ist eine perfekte Größe für dieses Auto. Klar, das ist nicht so überraschend performant, wie es die Allrad-Variante war, die uns damals wirklich viel Freude bereitet hat. Und wo ich mich auch heute schon auf den Volvo C40 freue, der nächste Woche eben mit dieser Konfiguration kommt. Dennoch ist das hier wahrscheinlich die vernünftigere Variante. Mit dem neu gestalteten Gesicht sieht er dann auch nochmal deutlich futuristischer aus. Und es ist einfach so eine Vernunftsentscheidung. 230 PS ist irgendwie eine bessere Größe, als nur 204 zu haben, wie es beispielsweise eben die Konkurrenz auf der MEB Plattform hat. Und das macht das Fahrzeug deutlich attraktiver. Diese Mischung aus der Batterie, die nicht zu groß, nicht zu klein ist und diesem Fahrzeug echt gerecht wird, hat mich im Alltag richtig überrascht. Wir hatten das ein oder andere Mal ein bisschen Traktionsprobleme, gerade auch bei so einem Wetter wie heute, wo man hier einfach in einem Schneegestöber Anfang April steht. Nichtsdestotrotz lässt es sich sehr, sehr gut fahren. Man hat viel Platz, man hat viel Ausstattung, viele Highlights und das für einen Testwagenpreis von 57.000 Euro. Ja, das klingt sehr hoch, aber wenn wir nur sehen, wie alle anderen Hersteller aktuell ihre Preise nach oben ziehen, dann ist es fast schon okay für das, was geboten wird. Eine Harman-Kardon-Soundanlage, ein Glas-Panoramadach mit Schiebedach, echt viele Ausstattungsfunktionen und dann in dem neuen Modell sogar diese Pixel-LED-Scheinwerfer, also eine Matrix-Funktionalität. Da ist echt viel geboten und basismäßig geht es hier los bei 54.000 eben in dieser Pro-Version. Es gibt auch noch eine Version darunter. Ich würde aber schon die Ausstattungsfeatures hier mitnehmen. Im Alltag lässt er sich gut fahren und das ist auch so mein Fazit. Ihr kommt damit mit einem Verbrauch von um die 20 Kilowattstunden durch den Alltag und das heißt, ihr kommt locker im Überland- und Stadtgebiet einfach so um die 300 bis 350 Kilometer, je nachdem, wie viel ihr eben anteilig fahrt. Und das reicht für den Alltag. Dann könnt ihr auf Langstrecken, wenn ihr mal unterwegs seid, eben in unter 30 Minuten, schön wär's, wieder vollladen, was vollkommen ausreichend ist. Und dann ist es ein cooles Auto. Und dann verstehe ich auch wieder diesen Punkt vom Anfang, als ich noch sagte, Kyle gefällt ja so gut in den USA, die ja nochmal langsamer fahren müssen, das heißt nochmal eine bessere Reichweite und ein großes Auto. Und schaut euch das gerne an, wenn euch das interessiert, einfach um ein Größengefühl dafür zu bekommen, denn das Fahrzeug ist einfach so ein bisschen zwischen einem Audi Q3 und einem Q5 würde ich es einordnen. Und gerade im Innenraum hat man ein sehr geräumiges Gefühl. Von uns war es das zum Volvo XC40 in der Single-Charge-Variante. Hier jetzt im vierten Video zu dem Fahrzeug. Hinterlasst ihr gerne mal einen Kommentar unterhalb hier dieses Videos und schreibt rein, was ihr von dem Fahrzeug haltet. Wäre Volvo was für euch? Wusstet ihr überhaupt, dass es den in zwei verschiedenen Varianten gibt? Und was haltet ihr von dem Video? Ich bin gespannt darauf und dann sehen wir uns schon bei einem der nächsten Videos wieder, wenn ihr auf Abonnieren geklickt habt. Bis dahin. Ciao.